Mit dem Genius Tools Config Editor können Sie komfortabel config.pro-Dateien oder Config-Bausteine bearbeiten. Es handelt sich dabei um einen klassischen Texteditor mit den typischen Funktionen Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Textgröße ändern, Zeilennummern und so weiter. Die Besonderheit besteht in der Hervorhebung der Config.pro-Optionen und ihrer Werte. Dabei können Sie die Einstellung vornehmen, gegen welche Creo-Parametric-Versionen die Dateien geprüft werden sollen. Hier wird im Moment die Version 4 geprüft. Diese Informationen können Sie mit einer Internetverbindung aktualisieren. Es besteht die Möglichkeit, den Genius Tools Config Editor im Windows für Dateien mit der Erweiterung .pro zu registrieren, sodass Sie im Windows Dateimanager eine Datei direkt per Doppelklick im Editor öffnen können. Sie können mehrere geöffnete Dateien einfach und komfortabel anordnen, um sie beispielsweise miteinander zu vergleichen. Ist eine Datei geöffnet, sehen Sie im unteren Bereich die verschiedenen Informationen dieser Datei, wie zum Beispiel inkorrekte Einstellungen, versteckte Optionen, doppelt enthaltene Einträge oder wenn Optionen den Standardwert beinhalten. Diese Informationen können direkt angesprungen werden, wenn Sie auf die Markierung klicken. Hier sehen Sie zwei rot markierte Zeilen. Das bedeutet, dass diese Optionen in Creo 4 so nicht vorhanden waren oder nicht bekannt sind. Schalten Sie von der Version 4 auf die Version 8 um, werden die vorher rot markierten Zeilen jetzt blau dargestellt. Das heißt, dass die beiden Optionen in der Version 8 vorhanden sind. Im unteren Bereich sehen Sie eine unbekannte Option. Durch Anklicken kann diese wieder angesprungen werden. Hier wird angezeigt, dass diese Option in Creo 8 abgeschafft wurde und deshalb nicht mehr gültig ist. Platzieren Sie den Mauszeiger über eine Option, werden Ihnen die Erklärung, die möglichen Werte und der Standardwert der jeweiligen Version angezeigt. Das Programm kann auf die Sprachen Englisch und Deutsch eingestellt werden und dadurch können Sie die Oberfläche und die Erklärungen auf der gewünschten Sprache betreiben. Wird der Mauszeiger jetzt über eine Option platziert, werden die Erklärungen wegen der zuvor vorgenommenen Einstellungen auf Deutsch angezeigt. Möchten Sie eine neue Option hinzufügen, erstellen Sie eine leere Zeile und beginnen Sie mit dem Anfangsbuchstaben der Option. Dann können Sie sich aus der Vorschlagsliste die Option mit der entsprechenden Erklärung auswählen. Der zugehörige Wert kann ebenso komfortabel aus einer Liste ausgewählt und hinzugefügt werden. Zusätzlich zu den Editiermöglichkeiten bekommen Sie auch Batch-Funktionen, die Sie über mehrere Dateien ausführen können. Als Beispiel nehmen wir hier die Suchen und Ersetzen-Funktion und ziehen sie in die Abarbeitungsliste hinein. Aktivieren Sie diese durch das Setzen des Häkchens und da wir in diesem Beispiel nur eine Suche starten und nichts ersetzen möchten, entfernen wir das Häkchen bei Ersetzen und geben dann das zu suchende Wort, zum Beispiel Auto, ein. Hier oben wird der Ordner angezeigt, der zuvor eingestellt wurde, über welchen die Batch-Funktion laufen soll. Dieser kann auch rekursiv eingestellt werden. Nach dem Ausführen werden die entsprechenden Config.pro-Bausteine, in denen in irgendeiner Weise das Wort Auto enthalten ist, angezeigt. Diese Dateien können direkt im Editor geöffnet und bearbeitet werden. Der Genius Tools Config Editor ist in den Produkten Genius Tools Starter sowie den Startup Tools enthalten. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Der Genius Tools Config Editor ist ein Texteditor, der Spezialfunktionen zur Bearbeitung der Config.pro-Datei besitzt. Sie können verschiedene Creo-Parametric-Versionen einstellen, gegen die die Config.pro-Datei geprüft werden soll. Sie wird auf Duplikate, Standardeinstellungen, ungültige Einträge und versteckte Config-Optionen analysiert. Die Erklärungen von Config-Optionen sind in Deutsch und Englisch verfügbar und werden bei der Platzierung des Mauszeigers über dem Eintrag oder als Vorschau bei der Eingabe neuer Optionen angezeigt. Zu den zusätzlichen Merkmalen gehören die Farbkennzeichnung, die Autovervollständigung sowie der Batch-Modus. Durch den Config-Editor können Config.pro-Dateien sehr effizient bearbeitet werden und dadurch die Qualität der Einträge verbessern, was zu einer Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung führt.